Hallo und herzlich willkommen zurück zu Ultima 7, Teil 2. Ja, wir sind in dieser Teleporterfalle. Das heißt, wir können jetzt so ewig lang gehen, wie wir wollen. Und ich habe den Weg nach Osten nicht gefunden. Und ich habe auch schon einige Male probiert gehabt. Habe nochmal nachgeschaut, da gibt es einen Weg nach Osten. Aber ich habe ihn nicht gefunden, bis ich ihn dann doch gefunden habe. Und zwar... Es ist wieder peinlich. Das ist ziemlich delikat, da hinzukommen, weil, wenn man da nicht genau ist... Hier war er. Wenn man da nicht genau gestanden ist, ist man nicht reingekommen. Und komischerweise hat dieser Dispel-Zauber, also diesen Weg da, auch nichts gemacht. Wobei es auch egal, ob ich kein Teleporter war und keine geheime Wand. Sie wär ja verschwunden gewesen und hier war es ja nur ein Teleporter. Naja, gut. So. Ist es wieder einer, wo, nee. Was ist eigentlich mit dem Schlüssel hier? Komisch. Okay, können wir mit ihm reden? Ja. Okay, hier können wir also Potions und so Zeug kaufen. Na gut. Aber nee, das lassen wir mal. Nee, das lassen wir. Okay. Hier brauchen wir wahrscheinlich wieder einen Destroy Trap. Ja, guck mal, da oben war auch noch eine Falle drauf. So, was haben wir jetzt gehabt? So, sieht eigentlich schon besser aus wieder. So, okay. Perfekt, dann haben wir hier noch einiges Zeug zum Dingsen, mit dem können wir anscheinend nicht reden. Nö. Und hier sehen wir auch Reach the Bell for Freedom. Okay. Das heißt, wir müssen wohl hier wieder so eine kleine Leiter uns hinbauen. So wie das hier. Irgendwie so halt. Kommen wir damit schon hin? Nee, anscheinend noch nicht wirklich. Bisschen schwierig. Ist da nicht auch noch so ein Ding? So, wie sieht's jetzt aus? Kommen wir jetzt ganz oben hin? Ah, da ist die Steuerung etwas und das ganze Ding ein bisschen nicht so richtig gut. Die liegt auch nicht richtig auf dem Boden. Ja, wisst ihr was? Das machen wir anders. Machen das so hin. Ah. Hier hätte ich doch ganz gern. Wir machen das so. Du sollst da aber drauf hier. Du sollst da drauf. Du sollst dann dahin und du hier hin. Komm mal jetzt hin. Komm mal so jetzt hin. Oh, scheint geklappt zu haben. Pick one or die. Das heißt, wir müssen einen Weg gehen oder sterben. Wir gehen mal jetzt halt den hier. Ich habe keine Ahnung, welcher Weg das sein soll. Das ist, was steht hier noch dabei? Hm.
Scheinbar aber war das der richtige Weg. Okay. Oder auch nicht. Aber ich glaube, es müsste der richtige gewesen sein. Noch ein kleiner Kampf. Na? Ah, geht doch. Hat noch nichts dabei. Und da ist auch nichts drin. So, nochmal speichern. Was haben wir da nochmal? Ach, da können wir wahrscheinlich nochmal kaufen. Nee, brauchen wir eigentlich nicht. Zwei Geschäfte kurz hintereinander. Was? Warum greift er mich jetzt an? Habe ich jetzt irgendwie was falsch gesagt gehabt? Ich habe es nicht drauf geachtet. Ich dachte einfach nur, ich kaufe einfach nichts und das war's. Naja, gut. Wie gesagt, ich habe nicht drauf. Ich habe auf die letzten Sachen jetzt nicht drauf geachtet. Aber gut. Shred of Defense und nochmal ein Schlüssel. Dann lassen wir es halt jetzt so, wie es ist. So. Nee, dann nehmen wir nichts mit. So, dann geht's weiter. Na, guck mal, wahrscheinlich hätten wir den eh besiegen müssen. Das war also gar nicht mal so verkehrt gewesen. Okay. Oder natürlich auch so. Ah, Mist. Das Schwert hat sich jetzt irgendwie gemeldet gehabt. Das müssen wir nochmal genau nachschauen. Ja, das könnte schon sein, das ist ein äußerst mächtiger, wenn der sich schon so meldet. Okay, ich würde sagen, das machen wir mal. Ja, den hat's in Stücke gehauen. Und ich wette, ich hätte gar keine andere Wahl gehabt, als das so zu machen. Ganz ehrlich gesagt. Ich glaube, den Kampf hätten wir wahrscheinlich nie gewonnen. Na ja, gut. Dann hätte ich gesagt, gehen wir mal. Haben wir hier einen Schlüssel? Für diese Tür hier. Nein. Komm, dann machen wir es halt so. Ein Teleporter wieder und... Ah ja. So sieht es wohl aus. Dein Intellekt... ja, ich weiß noch nicht so recht. Aber trotzdem habe ich dich gern befreit. Ja, bitte. Und da ist unser Zeug drin. Perfekt. Perfekt.
dann müssen wir mal schauen, wie wir das Ganze handhaben. Ganzen Schlüssel hier. Kommen jetzt alle hier rein. Was heißt da drin? Da ist nichts drin. Dann hätte ich gesagt, tun wir hier mal ganz kurz das Zeug rein, was wir hier haben. Ich muss jetzt ein bisschen sortieren gehen. Da sind die ganzen Potions drin. Komm auch mal hier rein. Hallo. Achso. Das ist ja schon offen. So, didum. Das hier. Invisible Ring. Keine Ahnung, ob wir den eigentlich brauchen oder nicht. Das da kommt hier rein. Die Dinger kommen hier. Ach, die passen hier nicht rein. Dann stelle ich die hier mal auf den Tisch. Ja, der ist noch ausgerüstet. Gut. So. Sind ganz normale Gauntlets. Dann nehmen wir doch mal die hier mit. Sumpfstiefeln kommen natürlich an. Der Lichter-Dings kommt rein. Die Peitsche kommt rein. Okay. So viel dazu. Das sind unsere Questgegenstände, die wir hier noch haben. Okay. Die sollten natürlich auch unbedingt hier rein. Und es ist auch nur noch mal ein leerer Beutel. So. Questgegenstände werde ich den hier auch mit reinmachen. Den hier brauchen wir natürlich. Der hier finde ich nicht schlecht, wenn wir den hätten. Die Karte kommt mit rein. Die hier tun wir auch mit oben drauf. Wie viel haben wir denn jetzt da? Ja, 62, gar nicht mal schlecht. Dann haben wir wieder die Unsichtbarkeitsringe. Und das Teil hier. So, so sieht die ganze Sache doch gar nicht mal so schlecht aus. Dann hätte ich gesagt, tu mal in den hier Ausrüstungsgegenstände rein. Einmal das hier, einmal das hier. Einmal diesen Panzer. Den Helm kommt mit. Schuhe kommen mit, die Schuhe kommen mit. Der Pelz kommt mit. Das Schwert kommt natürlich nachher hinten. Das hier würde ich auch nicht unbedingt drauf verzichten. Da sind jetzt noch die ganzen Tränke drauf. Drin meine ich. Da müssen wir mal schauen, wie er das Ding hier kriegt. So, dann ist das wenigstens erledigt. So, jetzt muss ich mal dich nochmal anschauen. Wie sieht's da aus? Die Dinger können weg, dann kriegst du nämlich die Dinger hier an. Scale und das ist Chain. Chain ist, glaube ich, besser als Scale. Ja, genau. Du hast hier. Oh, du hast drei Beutel drin. So konntest du drei Beutel reintun. Keine Ahnung, auf jeden Fall kriegst du dann diese ganzen Tränke noch.
So, damit sollten wir doch jetzt halt eigentlich ganz gut ausgerüstet sein. Hätte ich gesagt, wir haben noch die Ausrüstungsgegenstände hier. Moment. Die sind nur alle leere Beutel. Ach, da haben wir auch noch Geld drin. Dann bekommst du das Geld hier mit rein. Und, genau. Unser Avatar kriegt dann den hier noch rein. Und du wärst mit dem angezogen. So. Geld und Nahrung. So, perfekt. Jetzt sollte es eigentlich fertig sein. Warum der drei hier drin hat, habe ich keine Ahnung. Wir haben Geld drin, Essens drin, sonst nichts mehr. Außerdem ist ja doch, ja, da könnte man noch diese Blade Leggings holen, diese magischen. Oh, dann hat er einen Blade Armor. War klar, ja, okay. Ich würde sagen, das passt doch ganz gut. Dann sind wir doch soweit mal fertig. Da wollte ich jetzt eigentlich nicht hin. So, wir sind wieder da. Willst du nicht irgendwas sagen, weil wir wieder rausgekommen sind? Ah, blöder Typ hat sich verzogen. Wo der jetzt hin ist. Ich würde sagen, dann ist es auf jeden Fall mal an der Zeit, unsere Gefährten wieder zu suchen. Nee, ich weiß nicht, wo der hin ist. Von dem hätte ich ganz gerne Entschuldigung gehört, weil wir sind jetzt wieder in Freiheit. Okay, wo sind unsere Gefährten? Da ist doch einer. Ah, okay. Gustacio will endlich mal mit mir reden. Alles klar. Uns gleich noch mal umschauen. Hatten wir jetzt nicht hier? Ah ne, das ist schon so ein Chain Armor. Ja, okay. Dann brauchen wir dich gar nicht besser auszurüsten anscheinend. Okay, wo sind unsere anderen Gefährten? Dupré werden wir wahrscheinlich im Inn finden. In der Taverne, oder? Ja, guck mal, wer da ist. Hallo, ich rede mit dir. Wo ist Shamino? Okay. Und Iolo? Okay, bei ihm vielleicht. Alles klar. Dankeschön. So. Gut, dass du auch wieder jetzt da bist, mein Freund. So, Iolo und Shamino. Shamino im Westen von Dings. Aber wenn er wirklich in den Wäldern ist, dann werden wir ihn nicht finden, schätze ich mal.
Oder ist er vielleicht hier bei den Rangern? Nee, sieht nicht danach aus. Naja, gut. Schauen wir uns noch weiter um. Irgendwo müssen sie ja sein. Und dann sehen wir, wie es weitergeht. Dann treiben ja die anderen alle wieder auf. Dann sage ich mal vielen Dank fürs Anschauen. Macht's gut und bis zur nächsten Folge. Tschüss.